Herzlich willkommen zurück zu Let's Play To The Moon. Wir befinden uns hier immer noch in diesem Laden, in dem wir gerade ein Gespräch zwischen Nicolas, Isabelle und unseren beiden Protagonisten in den Gedanken von Johnny mitgekriegt haben. Also in den Gedanken von Johnny ist natürlich Johnny selbst ein Protagonist und seine Frau River, die irgendeine Krankheit zu haben scheint, genauso wie Isabelle, nur dass River davon viel mehr betroffen ist. Aber das habt ihr alles in den vergangenen Folgen mitgesehen, was da passiert ist. Wir haben das letzte Mal hier den Ankerpunkt, wie hieß es denn gleich? Ich hab's vergessen. Das Memento, natürlich, das Memento haben wir gelöst beim letzten Mal, das hier in dieser Welt oder in dieser Erinnerung des Kaisers neue Kleider war. Und wir schauen mal kurz, wir sind schon ziemlich nah an der nächsten Altersstufe dran. Das heißt, es könnte sein, dass wir jetzt noch ein Stück jünger werden mit Johnny. Wir schauen mal. Notiz zu Animorphs erhalten. Das gucken wir uns nochmal fix an. Ich kann mir denken, was da drin steht, nämlich, dass Johnny die mag, die Animorphs. Aber schauen wir nochmal kurz. Johnnys Lieblingsserie als Kind. Große Überraschung. Gut, den Rest hatten wir ja soweit alles schon. Da würde ich sagen, wir gehen einfach mal weiter zurück in die Vergangenheit, um zu sehen, was es eigentlich mit Rivers Liebe für Anya auf sich hat. So, Memento aktivieren. Ja, damit sind wir noch ein Stück weiter in der Erinnerung zurück. Und er ist noch jünger. Och, es gehen schon alle. Ich bin doch gerade erst da. Scheint dir bei Partys häufiger zu passieren. Ach komm, heb dir deine kindischen Scherze für Leute ohne Selbstbewusstsein auf. Gut, wir scheinen... Doch, ich glaube, wir scheinen in der Nähe des Leuchtturms zu sein. Das scheint früher mal eine Art Picknickplatz gewesen zu sein. Ich denke, wenn wir hier nach Norden gehen, dann werden wir wohl die Aussicht auf den Leuchtturm auf Anya genießen können. Schauen wir doch einfach mal. Ich möchte es mal kurz ergründen. Wobei, nee, wir schauen erstmal hier. Ich denke mal, das ist richtiger, wenn wir erst hier schauen und das so ergründen, wie es eigentlich auch logisch ist, dass man da anfängt, wo man halt hinkommt und dann weitergeht. Sonst ist es bestimmt etwas unlogischer mit den Gegenständen, die wir finden können. Denke ich mal so. Schauen wir doch mal. Und wieder sind die meisten Leute ausgegraut, weil Johnny sich einfach nicht an sie erinnern kann. Aber wir scheinen hier auch nichts besprechen zu können. Von daher würde ich sagen, wir gehen einfach mal zum Leuchtturm. So. Und da sitzen sie noch ziemlich jung, schaut es euch mal an. Vor allen Dingen River sieht ja verdammt jung aus, finde ich. Aber Johnny eigentlich auch, ja. Na? Was nun? Hm, nichts. Ach so, das war die Tür betreffend. Ich dachte, es war auf die beiden bezogen. Na dann. Es werden zwei Memory Links benötigt, um fortzuschreiten. Okay. Dann müssen wir uns wohl mal umschauen. Ich nehme an, für River wird es keinen geben. Nein. Dann waren da wahrscheinlich doch noch welche unten gewesen. Und dann war meine Vermutung, dass wir doch erst unten anfangen sollten, doch irgendwie richtig gewesen. Na gut. Gehen wir nochmal zurück und schauen wir, was wir an Gegenständen finden können. Ach, die eingelegten Oliven. Ich sehe sie doch schon wieder. Ich sehe Le Fromage, aber wo ist die Maus? Du redest ja immer viel Blödsinn, aber das ist bisher das Highlight des Abends. Willst du nicht eher sagen, dass ich nur Käse rede? Wow. Ja, das war äußerst gekonnt. Ein Wahnsinnswortspiel. Ich bin so begeistert, du bist mein Held, wirklich. Ein altes Animorphs-Buch. Ach so, ich dachte, es würde sich dabei um des Kaisers neue Kleider handeln. Aber nein, es ist ein Animorphs-Buch. So, jetzt müssen wir nur noch einen Gegenstand finden, bevor wir dann in den Leuchtturm eintreten können. Die Frage ist nur, was für einen?
Die Oliven haben wir. Tja. Ich warte eigentlich drauf, dass irgendwo mein Gespräch anfängt, aber wahrscheinlich kommt das nicht. Vielleicht können wir auch... Ja, geh mal nach rechts, genau. Vielleicht können wir auch hier nach unten gehen, aber sieht eher schlecht aus. Nee. Hier ist nichts. Okay. Ein Memory Link brauchen wir noch. Das hier sieht so aus, als wäre hier irgendwas, aber es lässt sich ja nicht anklicken. Hm. Ist auch nichts. Unsere Protagonisten sitzen alle nur da. Protagonisten und Nebendarsteller. Hm. Tja. Die Blumen vielleicht? Nee. Man weiß ja nie. Ich meine, River hat ja die Wildblumen schon einmal gehabt. Beziehungsweise Johnny hat sie schon einmal als Erinnerung, als Memory Link, beziehungsweise als Memento verwendet. Von daher wäre es jetzt vielleicht nicht ganz abwegig gewesen, aber sieht nicht danach aus. Müssen wir vielleicht doch noch oben hin und dort was holen? Hm. Tja, wir kommen immer noch nicht rein. Jetzt doch? Okay. Na gut. Fühlt es sich anders an? Ich meine, jetzt, wo wir die Ringe tragen. Nein. Warum? Fühlst du dich anders? Also eigentlich... Ja, ich denke schon. Wie fühlt es sich an? Es ist einfach anders. Wahrscheinlich nur die Verantwortung. Verantwortung. Magst du den Namen Anya? Möchtest du sie Anya nennen? Ich verstehe. Ich nicht, um ehrlich zu sein. Aber so fand der Leuchtturm zu seinem Namen, okay. Ja. Anya ist ein schöner Name für sie. Hey, komm mal her. Wir scheinen hier also kurz nach der Hochzeit von John und River zu sein. Und wieder ist der Leuchtturm dabei, der sie das ganze Leben hindurch begleitet hat. Das ist keine gute Idee. Ich werde stolpern und fallen. Keine Sorge. Folge einfach meinen Schritten. Da tanzen sie im Leuchtturmschein. Huch. Autsch, mein Hintern. Ich glaube, du bist mir auf den Fuß getreten. Sorry. Komm. Versuchen wir es nochmal. Aber fehlt euch nicht die Musik dazu? Und sie tanzten bis zum Morgengrauen. Versprichst du, sie zu lieben und zu ehren? In guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheidet, das tue ich. Und möchtest du diesen Mann, der nun vor dir steht, zu deinem Ehemann nehmen?
versprichst du, ihn zu lieben und zu ehren, in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheidet? Ja. Kraft meines Amtes erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Meine Damen und Herren, vor Ihnen stehen Mr. und Mrs. Wiles. Oha, die Hochzeit. Ja, was dachtest du denn, was das war? Ich hab's nicht so mit Hochzeiten, das ist alles. Flüssigkeiten sammeln sich in meinen Augen. Ich wusste gar nicht, dass du so sentimental bist. Oh, sagte ich Augen? Ich meinte eigentlich meinen Mund. Und da sammelt sich nicht nur Flüssiges, sondern auch Festes. Das ist ein reizender Gedanke. Vielen Dank, Neil. Komm, lass uns einen Weg hier rausfinden. All diese Glückseligkeit ist selbst für dich zu viel, hm? Ach, ich finde das schön. Nein, ich mag es einfach nicht, anderen dabei zuzuschauen, wie sie Fehler begehen. Was? Frau Doktor, wo bleibt ihr, der Augenblick zählt? Das fand ich jetzt aber auch eine erstaunliche Einstellungsänderung. Ich finde die Situation eigentlich sehr schön. Gut, ich bin auch... Ja, ich mag Hochzeiten auch. Und, hat ja für mich auch irgendwo aktuellen Bezug, so ein bisschen. Deswegen finde ich das eigentlich ganz süß hier und ganz hübsch. Aber warum sie jetzt auf einmal so was dagegen hat, weiß ich auch nicht so richtig. Na gut, schauen wir mal hier unten. Vielleicht müssen wir auch in den Leuchtturm, da habe ich jetzt gar nicht geschaut, ob die Tür vielleicht aufzumachen geht. Aber vielleicht müssen wir auch einfach nur... Ja genau, hier sieht es doch schon anders aus. Die Erinnerung hat sich verändert. Oh, ich sollte mal schauen, wie es deiner Tante geht. Alles klar, Mom. Sag ihr, dass ich mich freue, dass sie gekommen ist. Mache ich. Ich bin so stolz auf dich, Joey. Joey? Ja, Joey, genau, das frage ich mich auch. Ach, so hieß mein Großvater. Er ist gestorben, bevor ich geboren wurde. Mom nennt mich manchmal so, als Spitzname. Wie kommt es, dass du mir nie davon erzählt hast? Weil ich es besser finde, wenn du mich John nennst. Boah, nicht noch eine von diesen Großeltern-Kindheiten. Wieso? Was hast du denn dagegen? Ich meine, über deinen Großvater erzählst du immer eine ganze Menge. Was? Das stimmt doch gar nicht. Ganz wie du meinst. Notiz zu Joey erhalten. Okay, die schauen wir uns direkt mal an. Entschuldigung. Joey, Johnnys Spitzname nach seinem Großvater. Okay. So, mit den beiden gibt's jetzt nichts mehr zu interagieren, aber wir können nochmal mit der Mutter von John reden. Ich bin so stolz auf Joey. Okay, das war's auch schon wieder. War jetzt nicht so ergiebig, das Gespräch. Ich dachte erst, es wäre Isabelle, aber stimmt, die wird natürlich ja auch keine grauen Haare haben, denke ich mal. Denn da ich ja vermute, dass es die Schwester von River ist, wird die ja hier auch in demselben Alter wie River sein. Das heißt, sie wird hier auch normal erwachsen sein. So, die Frage ist, wo kriegen wir jetzt unseren letzten Memory Link her? Hier scheint ansonsten nichts mehr zu sein. Wer ist hier eigentlich? Da tut mir ein bisschen leid, dass er ja nur so zwischen diesen gesichtslosen Gestalten sitzen muss. Aber na gut. Ich find's sehr interessant. Ich meine, es ist die Hochzeitsfeier von John. Und er kann sich kaum an Leute erinnern. Ich meine, er kann sich an Nicholas erinnern. Isabelle scheint ja gar nicht mehr da zu sein, offenbar. Und an den alten Mann hier. Ansonsten sind die... Und seine Mutter natürlich. Ansonsten sind die Leute alle ausgegraut.
Er kann sich an niemanden mehr erinnern. Er weiß gar nicht mehr, wer auf seiner eigenen Hochzeit da war. So viel Zeit muss vergangen sein. So lange ist das her. Gut, zurück in der Hochzeitserinnerung, aber ich glaube, wir kommen nicht durch die Tür. Nee. Die bleibt dicht. Wir haben auch noch kein Memento gefunden, muss ich mal dazu erwähnen gerade. Hier oben kann er sich aber an alle erinnern. Ich finde auch solche Feinheiten manchmal ganz interessant, also finde ich eigentlich schön gemacht, dass man so mal drüber nachdenken kann. Ich bin auch sehr gespannt, in ein paar Monaten, bis mehr als ein Vierteljahr heirate ich ja auch, ich bin ja mal sehr gespannt, wie ich das in vielleicht 25 Jahren oder so sehen werde, an wen ich mich da noch erinnern kann, ob ich dann noch, was ich da noch von weiß. Denn eigentlich soll es ja der schönste Tag im Leben sein, ne? Wird es hoffentlich auch, das lasse ich mir nicht verderben, aber an wie viel erinnert man sich später noch davon? Außer das wohlige Gefühl, wenn man dran zurückdenkt. So, vielleicht könnten wir jetzt... Ja, jetzt können wir hier unten lang, alles klar. Dann schauen wir mal. Autos über Autos. Ich finde auch interessant, dass die Autos immer so dargestellt werden. Sie sind kaum sichtbar. Man kann immer durchgehen durch die Autos. Also die scheinen vollkommen bedeutungslos zu sein. Oh, was haben wir hier? John und River? Da kann man nichts mehr machen, River. Ich bin mir sicher, es war keine Absicht. Komm schon, wir kommen zu spät. Warte mal, ist das ein Hase? Ach, sag bloß. Was meinst du? Ist das der Ursprung der ganzen Papierhasen? Warum sollte sie sich an der Sache mit dem überfahrenen Tier dermaßen festbeißen? Vor allem erst so viele Jahre danach. Was fragst du mich? Du bist hier die einzige Frau. Davon werde ich erst überzeugt sein, wenn du dich traust, einen Bungee-Sprung ohne Seil zu machen. Okay, wir haben alle Memory Links, aber... Und natürlich ist der tote Hase das Memento, das dachte ich mir jetzt schon fast. Aber... Warum der Hase der Ursprung des Ganzen ist, ich denke, er wird eher als Symbol für diese Ehe stehen. Für die Last, die sie auf sich nimmt vielleicht. Für das Versprechen, das sie sich gegeben haben. Vielleicht auch irgendwas Anja betreffend. Denn sie haben ja kurz vor der Hochzeit wieder über sie geredet, über Anja. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das einfach, dass der Hase einfach ein Symbol für das Versprechen ist, das sie sich damals vielleicht gegeben haben. Und dass sie deswegen, weil irgendwas daran schief läuft an der ganzen Sache, weil irgendwas schief gelaufen ist und sie grämt, dass sie deswegen den Hasen wieder lebendig zu machen versucht hat. Um irgendwas rückgängig zu machen, was falsch gelaufen ist. River, komm schon, wir sind spät dran. River, komm schon, wir sind spät dran. Okay, mehr werden wir natürlich auch nicht rauskriegen. Der tote Hase und das, die Notiz wird einfach nur sein, an Johnnys und Rivers Hochzeitstag wurde ein Hase überfahren, genau. So, dann wollen wir uns mal der Barriere widmen und dann knacken wir das Memento und schauen mal in die voreheliche Zeit von John und River hinein. Oh, armes Hasi. Gut, das ist einfach. Mal wieder endlich mal einfach, das ist schön. So. Und ab geht er, der Peter. Du weißt, dass es eine fantastische Hochzeit war, wenn das Memento ein überfahrenes Tier ist. Hey! Vielleicht sah sie das als eine Metapher für die schreckliche Ehe. Knapp daneben ist auch vorbei, glaube ich. Und dann, Jahre später, fing sie an, Hasen zu falten, weil sie sich daran erinnerte, wie sehr das hier zum Himmel stank. Oder, was weiß ich, irgendwas ähnlich Wichtigtuerisches. Coole Story, Neil.